Mutter nicht gesagt, wir hätten jetzt eine neue Schwester? Eine Stiefschwester? Ja. Guten Tag. Guten Tag, Eugenie. Guten Tag. Wie heißt denn die? Keine Ahnung. Hier. Vergiss nicht wieder die Hälfte. 10, Bube, Dame, König! Oh, das fällt dir ein! Aber ich soll doch nicht schon wieder die Hälfte vergessen. Sie hat dich aus deinem Bett geschmissen. Wie ein nasser Sack bist du geplumpst. Ach, Täubchen, liebes Täubchen. Immer bist du da. Wenn du nur immer bei mir bleibst, so will ich mich nicht beklagen. Braut eures Wunsches selbst erwählen dürft. Ach, das ist selber. Selber. Ja, das ist ja... Und? Ja, das ist doch toll. Stimmt, das ist toll. Aber Johann? Ja? Wo ist die Braut? Ich meine, wo ist das Mädchen, in das ich mich unsterblich verlieben werde? Ich meine, die ich heiraten möchte. Ach Johann, du weißt doch, die ein, zwei Jungfern hier im Lande, also, die kannst du wirklich vergessen. Ach so? Na, dann suchen wir sie eben, die Braut, in die ihr euch unsterblich verliebt. Suchen ist sehr gut, Johann. Ja. Also gut, in Gottes Namen, ja. Probiert ihn an. Hey, ich muss wissen, ob der Schuh passt. Und wenn er passt, werd ich eure Prinzessin. Jesus. Ja. So steht's geschrieben. Zieh ihn an. Du weißt, wenn du Prinzessin wirst, dann werd ich erste Hofdame. Mein Schuh. Die durch alle Zeiten trägt, reif von Leiter Trieb, nur ein Herz, das wie mein schlägt, dann gibt es für mich keine.